Ho, ho, ho! Was sind wohl die besten Folgen zur Weihnachtszeit aus Detektiv Conan? Das klären wir nach dem Intro, wie immer für euch. Viel Spaß! Conman war Leute, was geht ab? Mein Name ist Kadoaki und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Ja, dieses Weihnachten ist natürlich wieder nicht ganz so nice, ja, wir wissen, hier und da Einschränkungen, kein Schnee, keine Weihnachtsmärkte und so weiter und so fort. Deshalb dachte ich mir so, okay, bringe ich Weihnachten ein bisschen über Detektiv Conan zu euch, nämlich mit weihnachtlichen Episoden. Wie auch bei Mord auf der Skihütte. Zwei Teile Episode 87, 88 für die Leute, die es im Manga nachlesen wollen. Band 14, 15, Kapitel 139 bis 143 oder auch im Sonderband Winter Edition. Ich habe ja letztens welche verlost. Tja, worum geht es bei Mord auf der Skihütte? Wer hätte es anders gedacht? Wir befinden uns auf einer Skihütte. Ran, Sonoko und Conan machen nämlich einen Skiausflug. Ist ja dieses Jahr auch so ein bisschen schwierig gewesen, muss man klarerweise sagen. Und wie es halt immer so ist, gibt es Leute, die dort ermordet werden. Ja, hier liegt zum Beispiel eine Person wahrscheinlich tot draußen. Draußen wurde erdrosselt und der Schnee bedeckt die Leiche, was natürlich nicht sehr schön ist. Und dann, wie immer, ich möchte nicht alles spoilern, dass ihr euch vielleicht noch die Folge angucken könnt, beginnt es, ja, ich sag mal, auszusieben. Conan guckt, okay, wer passt ins Profil, wer passt nicht ins Profil, wer hat ein Motiv, wer hat die Gelegenheit. Und hier ist etwas ganz, ganz Geiles passiert. Conan hat es halt irgendwann herausgefunden und normalerweise benutzt er immer Kogoror oder Sonoko, ja, um quasi den Fall aufzuklären. Das Ding ist, Kogoror war gar nicht hier und Sonoko war ohnmächtig, ja, das heißt, er musste sich hier an ranwenden und hat mit Hilfe des Voice Changers ran angerufen, ja, wir wissen auch, es gibt noch das Ohrring-Telefon. Und ja, so hat quasi Shinichi den Fall angeleitet. In Wahrheit war es halt Conan, der die Stimme nur nachgeäfft hat, ja, also seine eigene Stimme angelegt hat. Ist irgendwie schon lustig, war, wenn er eigentlich seine eigene Stimme benutzt, aber die trotzdem imitieren muss. Und dann musste Ran den Fall aufklären und man sieht wirklich, dass Ran das wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist und dass sehr, sehr viele Emotionen und Gefühle freigesetzt wurden, gerade weil es einfach so ein Highlight ist, weil sie quasi mit Hilfe ihres geliebten Shinichis diesen Fall lösen konnte. Ein ziemlich geiler Fall, richtig geil, Spannung, Drama, alles was man hat, Shinichi und Ran, Momente sind eh, finde ich, mit die besten, die man sich in Detective Conan wünschen kann. Damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. So Leute, weiter geht's. Das war natürlich noch nicht alles, nämlich mit der Episode 97. Schneeweiß wie der Tod. Meiner Meinung nach eine sehr unterschätzte Filler-Folge. Extrem geil. Und jetzt muss ich leider noch so einen Cringe-Moment einpacken, weil ich muss euch ganz klar sagen, ich bin ein riesengroßer Weihnachtsmann und Koka-G-Fan und ich habe mir immer die Folgen angeguckt, jetzt sogar auch noch. Und irgendwie bleiben mir immer so ein paar Lines hängen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es losging. Ich glaube, das war irgendwie ein Part aus der zweiten Strophe. Könnt ihr mal weiterschreiben, wie es weiterging. Irgendwie... Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann, ich weiß, es ist soweit schon bald, dass in der Winternacht so kalt, Kinder lachen laut, es schallt. Ja, ziemlich nice. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Sänger, aber es musste sein. Wo waren wir stehen geblieben? Schneeweiß wie der Tod. Sehr, sehr geile Filler-Folge, Episode 97, unbedingt abchecken, denn hier, muss ich ganz klar sagen, sehen wir einen extrem krassen Fall. Kogoror, die ganze Crew mit Conan ist am Start, ja, die sind in einer verschneiten Hütte, und dann haben wir in der Folge übrigens auch einen krassen Onsen, ja, und das Schöne ist, hier gibt es so eine Art Mythos, der so aufgebaut wurde, und zwar, denkt man, dass irgendwo in der Nähe es eine Schneefrau gibt, ja, die es eigentlich nicht gibt, wie so ein Geist oder sowas, der in der Umgebung ja des Öfteren gesehen wurde. Und Ran hat zum zweiten Mal zumindest geglaubt, diese Schneefrau zu sehen. Und ja, es ist sehr, sehr mysteriös. Wir haben hier wieder ein wunderbares Schneeambiente. Es ist schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gruselig, aber es ist schon so ein bisschen mysteriös, einfach geheimnisvoll. Ist schon so ein bisschen schauerlich, mit einer echt kranken Tragödie. Tut mir eigentlich auch wirklich leid. Und wie der Titel das schon vorwegnimmt, Schneeweiß wie der Tod. Ja, stirbt halt auch eine Frau. Und diese Frau, ja, ist wirklich Schneeweiß wie der Tod. Tut mir extrem leid. Die Folge habe ich auf jeden Fall gefressen. Unbedingt abchecken. Weiter geht's, meine lieben Leute. Tödlicher Zauber, ein genialer Dreiteiler mit
Kaito Kid, meine lieben Leute. Mit Kaito Kid, wir sind ja auch wieder in einem Haus mit einem extrem krank geilen Mord. Ja, das ist ein übertrieben geiler Fall. Ich sag mal so, ein Mord ist so geil getrimmt, dass er quasi vom Haus weg ist, ja. Und man hat aber keine Spuren und es hat irgendwie nicht geschneit. Das heißt also, es gibt keine Möglichkeit, wie er seine Spur hätte verwischen können. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen mysteriös, wie so ein Mord im verschlossenen Raum. Da muss man natürlich fragen, wie hat er das angestellt? Denn die Leiche lag relativ weit weg vom Haus. Und der Fall an sich, wie das Ganze bewerkstelligt wurde, um quasi den Toten dorthin zu legen, zu transportieren, ist exorbitant geil. Und ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, einer der geilsten Tricksfälle, die ich für mich, für meinen Anteil immer wieder extrem geil finde und für mich auch immer noch einer der besten Tricks bleiben wird. Ja, richtig nice Sache. Kaito Kid, was soll ich dazu noch sagen, meine lieben Leute? Passt ja natürlich, war schneeweiß und sein Anzug, sein Cape und sein Hut auch so ein bisschen weiß, passt ja natürlich. Unbedingt abchecken. Ja, Episode 142 bis 144, Band 20. Wer das Ganze nachlesen will, Kapitel 192 bis 196. Unbedingt abchecken. Last but not least kommen wir zu einem kranken Dreiteiler, der meiner Meinung nach zwei wunderbare Sachen vereint, nämlich Valentinstag und was ist schöner, wenn es zum Valentinstag auch noch schneit. Ja, wir kennen es in Japan und auch in generell asiatischen Ländern, ich glaube in Korea ist das, weiß ich auch noch, extrem krass hier mit White Day und Valentinstag. Ja, Valentinstag ist ja, wie wir es alle kennen, meistens auch in den Ländern auf jeden Fall extrem krass und wird gebührend gefeiert. So, die Mädchen suchen ihrem besten Freund oder dem Schwarm meistens, machen da Schokolade. Und dann gibt es noch den White Day, der quasi einen Monat später ist, wo das Ganze dann umgekehrt ist, wo quasi, die Jungs quasi den Mädchen etwas schenken. Da haben wir also quasi einmal was für das männliche Geschlecht und einmal was fürs weibliche Geschlecht. In Deutschland oder so wird das ja eigentlich kaum zelebriert, wie auch immer. Vielleicht kauft man da mal Blumen, aber an sich, Leute, braucht es keinen besonderen Tag, um einer Person zu zeigen, dass man diese Person mag, liebt oder was auch immer. Sehr, sehr nice und ich muss euch ganz klar sagen, dass dieser Fall mehr hat als nur ein paar Leichen, die sich irgendwie an einem Baum angelehnt haben, ja, und extrem gruselig sind, denn wir müssen uns daran zurückerinnern, wir sind in der Episode 288, ja, geht bis 290, das heißt also, wir sind noch in den etwas älteren Folgen, ihr wisst, ihr kennt meine Meinung dazu, fand ich extrem geil, diese Darstellung gerade der Leichen. Aber es war auch generell nice, Nostalgie pur und die Detective Boys sind auf jeden Fall auch mit am Start, aber die haben ja auch keine, ich sag mal, nervige Rolle, muss ich sagen, die waren ja eher so im Hintergrund und wir haben ja alles, ja, hier werden quasi so Sachen gebacken in der Küche, es ist sehr, sehr atmosphärisch, es wirkt einfach übertrieben nice, eine sehr, sehr volle, saftige Folge. Sehr, sehr traurig, ja, sehr, sehr traurig. Es hat viel mit Fotografie zu tun. Es hat viel mit der Vergangenheit zu tun, wie es halt immer so ist. Und natürlich haben wir hier auch wirklich, was ich immer extrem feiere, ist, wenn man hier eine Beziehung von einem Tier zu einem Menschen hat, kommt auch vor. Korgoror wird hier wieder letzten Endes zum Held, der den Fall aufklärt. Und wir haben natürlich hier wieder kranke Assoziationen von Ran zu Shinichi und andersrum. Ran weint mit einem Geschenk in der Hand. Wie gesagt, das ist das Ganze nur oberflächlich. Leute, was soll ich dazu sagen, außer dass ich euch noch sagen kann, dass der gutartige Makoto auch noch am Start ist und Makoto zeigt, was er so gelernt hat, ja, denn wir wissen ja auch, er ist ein sehr, sehr kampfaffiner junger Mann und im Endeffekt bis heute, das kann ich ja vorwegnehmen, die Liebe des Lebens von Sonoko Suzuki. Sehr, sehr nice, ich hoffe, dieses kleine Video euch gefallen, schreibt mir mal in den Kommentarbereich, ist eine Folge dabei, die ihr auch gefühlt habt, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die ihr euch vielleicht angucken wollt. Und schreibt mir in den Kommentarbereich, wie findet ihr Weihnachtsmann und Kokage? Meiner Meinung nach absoluter Kultfaktor, habe ich extrem gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wie dieser komische Elf hieß. Da gab es ja diesen Grantelbart und der Elf, der hatte so einen Morgenstern unter seiner Mütze, unter seinem Hut da. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Schreibt es mir in den Kommentarbereich, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Habt noch ein paar schöne Tage, euer Kaido Akai.